Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und wir sind ja immer noch bei unserer Maison Derriere Teil 3. Heute beschäftigen wir uns damit, das Dach aufzusetzen und ein paar kleine Dekorationen, die noch am Haus fehlen. Ja, so, Plan besprochen, dann würde ich sagen, gehen wir wie immer an unseren Briefkasten ran und holen uns mal unser Blockmaterial raus. Ich würde sagen, wir fangen immer mit der obersten Reihe an. Die nehmen wir uns zuerst natürlich raus. So, und dann brauchen wir heute für diese Folge Niederziegelblöcke, denn davon nochmal die Treppe, wie Stufe, also das ganze Material davon. Dann holen wir uns nochmal Schwarzeichenzaun raus und Eisengitter. Folgendessen holen wir uns noch Bruchsteinmauer raus, ein Skelettschädel und natürlich Tropenbaum-Zauntor. Aber da kannst du auch dein Lieblingszauntor nehmen, so, sag mal, das ist dann wieder so ein optischer Faktor, ne, was man gerne nehmen möchte. So, wenn wir dann das ganze Blockmaterial zusammen haben, geht's los und zwar erstmal mit den ganzen Niederziegelsachen. Jetzt fangen wir natürlich an mit dem Dach. Ich habe mir da hinten schon ein bisschen was markiert. Da können wir uns auch angucken, oder? Wollen wir das uns angucken, oder? Nee, warte, das habe ich mir gemacht, um zu wissen, ob ich überhaupt richtig liege hier, das mir jetzt zu ziehen. Denn wir müssen natürlich jetzt hier erstmal das Dach machen. Das heißt, wir fangen jetzt hier am besten, da würde ich mal sagen, mit der linken Seite an. Das wäre hier. Und dann fangen wir auch hier vorne, mit dieser Vorderseite an. Dann müssen wir jetzt, sage ich mal, eine weitere Reihe dahinter hinsetzen. So, wir fangen am besten hier an der Seite an. Ne, hier hatten wir ja so ein kleines Podest uns hingesetzt. Da setzen wir einfach mal eine Treppe hin. Dahinter einfach einen Block hin. So an sich, das sage ich mal immer bei dieser Fassade hier, am Ende immer so einer übersteht. Das heißt, jetzt hier müssten wir an sich jetzt keinen Block hinsetzen, sondern eine Treppe. Dann setzen wir dahinter eine Stufe hin, dann einen Block, dann wieder eine Treppe, Stufe und ganz oben in der Mitte setzen wir einen Block hin. So, jetzt gehen wir natürlich jetzt einmal runter, ganz oben halt einen Block, dann eine Stufe hin, Treppe hin, Block hin, Stufe hin, Treppe hin und dann hier unten nochmal einen Block hin. So. Falls das ein bisschen zu schwer sein sollte, bleibe ich nochmal kurz hier so stehen, dann kannst du das Ganze dir übernehmen. Und so wie wir das jetzt hier gemacht haben, machen wir es nochmal auf der Rückseite. Können wir nochmal überprüfen, hat man das Ganze dann hier auch gemacht. Ich habe mir das Ganze halt vorgezogen, um das so ein bisschen im Kopf zu behalten. Ja. Gut, so, wenn wir das Ganze haben, geht es jetzt natürlich hier mit dieser einen Seite los. Ja, wir fangen am besten mal seitlich an, machen erstmal die erste Reihe hin, weil an sich müssen wir das dann einfach nur noch zuziehen. Also setzen wir jetzt hier an der Seite 1, 2 Blöcke hin, darauf eine Treppe, darüber dann wieder das Block, also so eigentlich wie wir es vorne haben, ne? Zack, Treppe, ganz oben Treppe und dann können wir hier an sich Blöcke hinsetzen. Denn jetzt hier an der Seite lassen wir das Ganze nicht so überstehen, wie wir es jetzt hier gemacht haben. Und ja, ziehen das hier einfach mal so zu, wie wir das jetzt, sag ich mal, auch hier vorne haben. Das übernehmen wir einfach mal. Super. So, dann haben wir das Ganze geschafft und können das Ganze einmal zuziehen bis zur anderen Seite. Da müssen wir nur eine Sache mal beachten. Das heißt, wenn wir jetzt hier, sag ich mal, diese Treppen weiterziehen, wenn die sich jetzt hiermit schon verbinden, ist das perfekt. Nicht so, sondern ganz normal sich so verbinden, ist das super. Da brauchen wir dann natürlich dann nicht so weiterziehen. Jetzt haben wir hier natürlich jetzt so eine Blockschicht, die können wir jetzt natürlich hier auch ein bisschen weiterziehen. Und wenn sie sich, sag ich mal, jetzt hier miteinander treffen, dann können wir das Ganze natürlich hier auch verbinden, ne? Dann haben wir die Arbeit schon fertig. So, darauf dann noch eine Treppenschicht. Guck mal, die verbindet sich auch schon hiermit. Also so richtig bis nach hinten langziehen müssen wir das Ganze nicht. Also so halt, dass sich das Ganze immer verbindet. So, hier oben haben wir natürlich noch eine Treppenschicht. Die ziehen wir einmal. So, warte. Die Treppenschicht können wir natürlich einmal bis durchziehen. Bis halt hier zur Kante hin. Dann können wir hier mal gucken. Oben haben wir einen Block hingesetzt. Ne? Das heißt natürlich, den Block können wir einmal bis nach hinten weg. Blub, Treppe austauschen. Zack, da ist ein Block rein. An den Seiten natürlich dennoch die Stufen. So. Jetzt haben wir natürlich jetzt das Problem. Jetzt haben wir hier alles verbunden und wissen ja nicht mehr, wie es hier ist. Kein Problem. Wir machen jetzt einfach hier zack, zack, zack. Noch eine. Na, müssen wir erstmal hinkriegen hier. Eine Treppenschicht hin. So. Dann setzen wir die Blockschicht nach hinten weg. Stufenschicht hinten ran. Das muss ich selber gucken. Kurz, was hatten wir da? Eine Blockschicht unter der Treppenschicht. Das heißt dann natürlich, setzen wir hier einfach Blöcke hin. Zack. Ich glaube, die Treppen, die haben sich ja miteinander schon verbunden. Und da können wir hier einfach die Ecke reinsetzen. Super, und fertig ist das Ganze. So, und das Spiel müssen wir natürlich nochmal einmal auf der anderen Seite machen. Und wenn wir das dann geschafft haben, füllen wir oben dann die ganze Fläche aus mit Blöcken. Ich mache das im Zeitraffer, dann siehst du das Ganze. Und ja, würde ich sagen, legen wir los.
Okay, so, dann haben wir natürlich jetzt die Seite fertig. Sollte jetzt auch bei dir komplett zu sein. Wenn das der Fall ist, machen wir da erstmal noch nicht weiter und gehen erstmal zur anderen Seite, dass wir die natürlich erstmal nachziehen können. So, ich würde sagen, hier machen wir auch erstmal den ersten Schritt. Und zwar machen wir jetzt, sage ich mal, unsere kleinen Fassaden hier erstmal fertig. Das heißt, wir fangen hier mit dem großen an. Das ist am einfachsten eigentlich. Hier setzen wir einfach mit Niederziegeltreppen. Einfach, ich würde mal sagen, ja, können wir hier so drei weite Reihen einfach mal hinten ransetzen. Zack, das machen wir einmal hier komplett, bis wir oben angekommen sind. Ja, dann haben wir das einmal so dreimal noch nach hinten weggezogen. Dann gehen wir noch hier zum kleinen Fenster. Da setzen wir einfach an den Seiten dann natürlich Treppe hin. Und dann setzen wir in der Mitte einfach mal hier nochmal unsere hellblaue Keramik oder was du auch immer für die Wände benutzt hast. Und ganz oben kannst du dann eine Lederziegelstufe hinsetzen. Okay, so, warte mal, hier können wir das eigentlich auch schon verbinden, so ein bisschen. Ja, das machen wir schon. Haben wir die Arbeit weg. Mit den Treppen an den Seiten. Okay, super. So, wenn wir das Ganze haben, lassen wir das erstmal in Ruhe und machen jetzt hier natürlich wieder die Seite. Der erste Schritt ist natürlich, wir müssen das 1:1 so nach hinten wegziehen. So, dann haben wir das natürlich jetzt noch eine Reihe weiter nach hinten weggezogen und kommen natürlich jetzt hier unten zu unserer freien Stelle. Wie machen wir das? Da setzen wir einfach eine normale Treppe hin. Das Ganze können wir auch hier einmal gerade langziehen, bis hier zur Wand. Wunderbar. Super. So, jetzt gehen wir natürlich wieder auf die Vorderfront. Und jetzt geht's los. Jetzt müssen wir eigentlich diese Schicht, die wir jetzt hingezogen haben, komplett einmal bis rüber ziehen. Dabei verbinden wir wie immer das hier dann gleichzeitig mit dem Vordächern. Das heißt, jetzt hier vorne, ganz unten auf der freien Stelle, machen wir einfach die Treppen hin, dass sie dann so einander, ne, sich anschmiegen. Danach geht es dann hier weiter wieder mit den Treppen, bis sie sich hier anschmiegen. Ups. Na, so. Nö, das machen wir halt immer wieder, immer wieder. Und wenn wir das dann auf der anderen Seite, müssen wir das natürlich nicht machen, dass sich es anschmiegt, dann machen wir es einfach nur gerade rüber. Und oben machen wir dann natürlich alles wieder zu mit dem Blöcken, ne? So, ich würde sagen, Zeitraffer, ne? Dann sieht man das ja alles. Ich lasse ja durchlaufen und ja, legen wir los. Kurze Info, falls man sich das natürlich jetzt hier rüberzieht und ihr habt jetzt genauso wie hier diese freie Fläche, da setzen wir einfach dann die Treppen hin. Okay, so, wenn wir das dann natürlich hier einmal ausgefüllt haben und das Dach natürlich jetzt zu ist, sind wir mit der Seite dann auch erstmal fertig und können uns dann natürlich unserer Mitte widmen. Hier machen wir wie immer erstmal das, dass wir erstmal hier bei der Reihe das 1:1 nochmal nach hinten machen. Wir lassen es jetzt nicht so über so ein bisschen überstehen, wie wir es da gemacht haben. Hier machen wir einfach komplett gerade hinten einfach so ran. Natürlich darfst du auch nicht die Rückseite vergessen, ne? Die musst du auch gleich mitziehen. Super, wenn wir das Ganze haben, geht es jetzt los, dass wir jetzt natürlich hier unseren Türmchen hochzimmern. Hierbei fangen wir jetzt natürlich erstmal mit unserem Niederziegelblock an. Den nehmen wir jetzt einfach mal und setzen den jetzt einfach mal hier auf den Seiten hin. Einmal auf der Seite und dann nochmal auf der anderen Seite. So, das Ganze können wir denn jetzt schon mal auf eine Höhe machen von insgesamt 3. Außer an den Seiten, da lassen wir das Ganze auf 2. Wenn wir das Ganze haben und die Seiten natürlich auf 2 gelassen haben und nicht auf 1, so wie ich das jetzt hier, können wir jetzt das einfach mal mit der Seite hier noch verbinden. Das heißt einfach mal, wir machen jetzt hier, zack, einfach so eine Verbindung hin. Und dann gucken wir natürlich gleich hier, wo haben wir noch hier offene Stellen. Die füllen wir dann natürlich einmal aus mit unseren Blöcken. So, und auf der anderen Seite auch nochmal. Einfach jetzt hier, zack, noch eine Strebe rüberziehen. Kontrollieren, wo ist jetzt hier noch was offen. Das machen wir natürlich einmal zu. So, dann gucken wir uns das Ganze noch einmal an. Ja, wunderbar. So, der nächste Schritt ist jetzt einfach mal, wir machen das ja so ein bisschen wie so eine Pyramide. Wir gehen jetzt wieder eine Reihe hier rein. Das Ganze machen wir jetzt hier auf eine Höhe von insgesamt auf der 3, aber die Ecken lassen wir immer auf eine Höhe von 2. So, dann können wir das hier einmal so lang ziehen. Okay, wenn wir das dann auch wieder geschafft haben, das Ganze auf 3 hoch und die Ecken natürlich auf eine 2er Höhe, machen wir das ganze Spiel noch einmal. Nur diesmal machen wir, dass an den Ecken immer nur einer, also nur ein Block ist und an den Seiten dann an sich 2. Ne? Und das können wir hier auch wieder einmal zuziehen.
Als nächstes, wenn wir es dann natürlich fertig haben, geht's weiter mit den Treppen und Stufen. Wir fangen erstmal mit den Stufen an. Die platzieren wir jetzt jeweils immer einmal bei den Ecken hin. Immer auf den Block nochmal oben rauf. Okay, wenn wir das dann fertig haben, überall die Stufen in den Ecken zu machen, nehmen wir jetzt unsere Treppen zur Hand. Und die platzieren wir jetzt auf allen anderen Blöcken, die wir jetzt hier hingesetzt hatten. Also jetzt immer an den Seiten hier setzen wir einfach die Treppen rauf. Okay, ja, dann sind wir jetzt hier oben angekommen. Und der nächste Schritt ist einfach mal die Fläche, die hier oben noch frei ist, auszufüllen. Super, so, dann sind wir damit auch wieder durch. Und der nächste Schritt, den wir jetzt machen, ist das Ganze, ja, zu sichern. Und zwar haben, also eigentlich ist ja auf dem Dach noch so ein Geländer. Das hat an sich das, also ist eigentlich aus dem Material von Eisen. Nur ich finde jetzt Eisengitter, wenn man sie nebeneinander halt jetzt hier auf dem Dach hinpackt, finde ich nicht so schön. Kann man zwar machen, wenn es jetzt einem gefällt. Okay, sagt man, ich möchte das gerne mit Eisengitter machen, dann macht das gerne mit Eisengitter. Ich empfehle mich jetzt aber eher mehr zu, was sind das hier, Schwarzeichenzaun. Weil ich finde, so von der Farbe her passt das ganz gut zum Original. Es müsste eigentlich aus Metall sein und dann würde das eigentlich gehen. Das platzieren wir jetzt an sich ja auf den Dächern, jeweils auf unseren Blöcken oder auf unsere Ebenen hier. Jetzt nicht hier auf die Treppen oder so, weil dann sieht das doof aus mit diesem Zaun. Sondern einfach hier auf den Niederziegelblöcken machen wir das Ganze einmal hin. Ziehen das ja so ein Geländer, dass keiner vom Dach fallen kann. Und das verbinden wir einfach mit unserem Mittelstück hier, wo wir jetzt das Dach an sich gezogen haben. Machen wir natürlich einmal auf der Seite, auf der anderen Seite müssen wir das Ganze auch nochmal machen. Gehen hier hin, gleich hier der erste Block, zack, und dann setzen wir unsere Dinger rauf. Das Ganze können wir dann hier einmal so lang ziehen. Natürlich dann auch noch hier bei unserem mittleren Dach, da müssen wir das Ganze auch nochmal machen. Also auf der Schicht, die wir jetzt als letztes Jahr zugezogen haben, setzen wir dann auch nochmal so ein kleines Geländer oben rauf. Der nächste Schritt wäre, was haben wir jetzt noch im Inventar? Ich würde mal sagen, bevor wir jetzt zu anderen Sachen kommen, die ja noch in der Kiste sind, müssen wir erstmal noch ein paar Wasserspeier hinsetzen. Denn das ist so eine kleine Dekorationssache, die noch beim Haus ist. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an den Seiten an. Und zwar, ihr erinnert euch, wir hatten ja hier so kleine Podeste gebaut, ne? Da setzen wir jetzt hier einfach hier auf die Ecke einfach mal eine Mauer hin. Darauf dann den Kopf so schräg, dass er dann zu uns guckt. Und dann befestigen wir jetzt an unseren Wasserspeier noch so ein paar Flügelchen. Das machen wir dann einfach mal mit dem Zauntor. Da kannst du, wie gesagt, jetzt deine Lieblingsfarbe nehmen, was du meinst halt, was am besten dazu passt. Ja, das machen wir einmal natürlich jetzt hier bei den ganzen Ecken, auf der Vorderseite, wie natürlich auch der Rückseite. Das dürfen wir immer nicht vergessen, die Rückseite, ne? Nicht, dass die denn unverkleidet bleibt. So, aber wenn wir schon mal hier sind, jetzt auf der anderen Seite, das ist natürlich jetzt hier die rechte Seite, nehmen wir nochmal schnell unsere niederziehige Treppe zur Hand, denn wir müssen noch ein bisschen was verkleiden. Und zwar ganz einfach setzen wir jetzt auf der Höhe des Podestes nochmal eine niederziehige Treppenschicht hin und das ziehen wir nochmal einmal bis zur anderen Seite hier hin. Tag. Einfach hier so, bis das am Haus aneckt. Und dann fliegen wir nochmal auf die Vorderseite unseres Gebäudes. Und da müssen wir das Ganze auch nochmal machen. Einfach hier neben unserem Podest setzen wir einfach die niederziehige Treppe, das Ganze dann hier bis zu vorne. Ja, einfach hinsetzen. Auf der anderen Seite machen wir das Ganze auch nochmal. Zack, zack, zack. So. Hier auch nochmal. Wunderbar. Okay. So, das wollte ich noch sagen. Okay. Jetzt gehen wir natürlich wieder erstmal zu unseren Wasserspeiern. Denn die sind natürlich auch oben bei unseren Häuschen hier in der Mitte platziert. Die setzen wir einfach mal an den Seiten jetzt auf der Treppe hier, der Quarztreppe, einfach mal so eine Mauer hin. Ich weiß, sieht ein bisschen doof aus jetzt, dass es hier so ein bisschen übersteht, aber na gut, ist jetzt so. Ja, dann platzieren wir natürlich noch unsere Flügelchen hier an den Seiten hin. Ich mache jetzt einfach mal, dass der Kopf natürlich so nach vorne gerichtet ist. Das mache ich jetzt hier auf der anderen Seite auch nochmal. Zack, Kopf so schräg in diese Richtung. Dann machen wir natürlich noch die Flügelchen hin. Beim Soundhorn, nicht wundern, muss man immer einen Block unterplatzieren, sonst kannst du das Soundhorn nicht hinsetzen. So, machen wir noch an der Seite auch. Und dann ist ganz oben noch einer. Da machen wir einfach mal, würde ich mal sagen, die Quarzstufe weg. Machen einen auch hin. Das ist natürlich jetzt doof bei dem, weil ich sage mal, wenn man die Flügel an den Seiten macht, dann weiß ich nicht, ob man das so macht. Na, sieht das aus? Da habe ich mich die ganze Zeit auch noch gestritten, wie ich das Ganze machen möchte. Weil hinten weg können wir auch nicht machen. Erstens sieht man das nicht und zweitens haben wir daher auch eine Stufe. Oder wir lassen ihn ohne Flügel. Weiß nicht. Ich lasse erstmal die Flügel dran. Können wir uns ja immer noch im Nachhinein umentscheiden. Aber erstmal lasse ich die Flügelchen dran.
sind auch noch so ein kleiner Wasserspeier oben drauf. Okay, so, wenn wir das Ganze haben, können wir dann erstmal natürlich das Blockmaterial wegtun und dann gehen wir wieder an unsere Kiste ran oder Briefkasten und holen uns noch, ich stehe zu dicht dran, so, noch diese zweite Reihe raus, denn damit machen wir jetzt noch ein paar Schornsteine oben rauf, denn, ja, die stehen halt auf dem Gebäude noch drauf. So, dafür holen wir uns einfach mal hellgrauen Beton raus, denn Steinblöcke an sich, Steinziegel halt und nochmal Bruchsteinmauer, also die hatten wir ja gerade. Ja, beim Dach geht's dann los mit unseren Schornsteinen. Hä? Wie sind die Dinger denn da hingekommen? Ja, gut, ich würde mal sagen, wir fangen hier auf der linken Seite einfach mal an. Weil hier ist nur einer, also müssen wir nur einen bauen. Ja, gut. Wir fangen einfach mal an der Seite hier von unserem Gebäude an, suchen hier die Mitte. Die Mitte ist hier. Blub. Und von der Mitte gehen wir über unseren Zaun einmal rüber und zählen einfach 1, 2 Blöcke. Und beim dritten setzen wir einfach mal einen so hin, dass erstmal hier so eine Markierung ist. Die machen wir natürlich auf eine Dreierbreite, dass jeweils vorne und hinten und zur Seite, also zur Seite sind 2 Blöcke Platz, vorne und hinten jeweils ein. Und dann machen wir die natürlich auf eine Zweier Dicke, Dreier Länge. Das Ganze machen wir auf eine Höhe von insgesamt 3 Blöcken. So, das ist schon die zweite und die dritte Schicht. Dann setzen wir einmal einen hellgrauen Betonschicht nach oben rauf. So, und dann können wir oben drauf schon so ein paar Schornsteine hinsetzen. Ich mache mal 2 darauf und dann passt das Ganze. Jetzt sind die Schornsteine natürlich nicht mehr die neuesten und sind schon ein bisschen gebrockelt, ne? Also da ist schon ein bisschen die Fassade ab. Das heißt, dann setzen wir einfach mal unsere Ziegelblöcke ein bisschen hin. Zack, puff, puff. So 3 Stück, das reicht und fertig ist das Ganze. So, jetzt gehen wir natürlich jetzt einmal weiter und sind natürlich jetzt hier auf dem anderen Dach. Da fangen wir jetzt einfach hier von der Mitte an, suchen jetzt hier einmal kurz die Mitte, das ist hier. Und von der Mitte gehen wir einfach 1, 2, 3 vom Dach, lassen wir hier Freiblöcke, setzen dann hier einen wieder hin. Dreier Länge, ne, 2er Breite, gehen wir einfach hier nach außen noch die nächste Reihe und setzen darauf jetzt noch 3 weitere Schichten. Das ist die zweite, dritte und dann natürlich noch die vierte drauf. So, die fünfte Schicht ist dann wie immer unser hellgrauer Beton. So, dann können wir hier noch ein bisschen so Ziegelblöcke an sich hinsetzen. Ist ja ein bisschen so, schon ein bisschen Fassade ab. Das Haus steht ja schon ein paar Jährchen hier in unserer Stadt. So, oben drauf setzen wir dann wieder so ein paar Schornsteine. Wunderbar. So, jetzt geht es natürlich jetzt hier weiter. Das heißt, wir richten uns einfach mal nach dem hier. Wir sind jetzt dann auch natürlich auf der Vorderseite unseres Hauses. Und vorne dran achten wir einfach drauf, dass wir hier an sich 5 Blöcke so Platz haben. Ich mache meistens immer so, diese Abstände messe ich meistens immer so. Ich mache dann hier einen in der Mitte hin, ne, 2 hier, 2 da. Und das heißt dann der dritte, setzen wir dann hier 3 weitere hin. Gehen eine weitere Reihe nach hinten weg. Setzen den jetzt hier auf eine Zweierhöhe nur. So, ganz oben drauf dann einfach unseren hellgrauen Beton nochmal. Dann setzen wir nochmal ein paar Schornsteine hin. Ziegelblöcke hier zur Hand. Und dann machen wir den auch noch ein bisschen so kaputt. Zack, das kann man sich willkürlich hinsetzen. Man könnte auch natürlich Treppen nehmen, sich das Ganze noch so ein bisschen mit Treppen machen. Aber ich lasse das jetzt einfach mal mit Blöcken. Ja, und dann ist das Dach an sich fertig. Gut. Jo, dann können wir die Blöcke wegtun. Und dann würde ich sagen, dann war es das auch heute für die Folge. Wunderbar, Häuschen steht, jetzt kann man es einrichten. Das heißt natürlich auch jetzt für mich, ich mache mich ran. Ich richte mir das Ganze ein, dann gucken wir mal, wie es hinten in der nächsten Folge ist. Vielleicht baue ich auch noch einen Anbau ran. Dann muss ich mal gucken, wie ich das Ganze mache, damit inneinrichten. Weil da ist ja eine Bühne und alles drin. Mal gucken, wie man das da reinkriegt. Bin mal sehr gespannt. Und in der nächsten Folge erkläre ich dann hier auch noch vorne, wie ich das Ganze hier gemacht habe. Weil das Ganze wird dann auch hier ein bisschen designt. Da sind ja noch so ein paar kleine Springbohnen und ein bisschen ein paar Büsche sind ja noch da. Da gucken wir uns das Ganze halt einfach in der nächsten Folge an. Also ganz gemütlich. Da müssen wir nicht bauen. Da gucken wir einfach durch. So, meine Freunde, dann würde ich sagen, da war das Ganze hier. Ich stelle mich vorne hin. Das sieht ja schon gar nicht mal so schlecht aus, ne? Da möchte ich gerne rein, denn naja, ich muss ja eh gleich rein zum Einrichten. Ja gut, so, dann würde ich sagen, stelle ich mich vorne Safety hin vom Door und ja, dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Die ist natürlich einmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ne, da kommst du dann hin zur Haustour und ansonsten war es das Ganze hier. Ich stehe Safety, wie gesagt, und dann sage ich nur eins zu dir und zwar ganz einfach, tschüss.